Nachfolgend ein sehr spektakulärer Versuch. In der schematischen Darstellung wird klar, was im Versuch gezeigt wird. In einem Reagenzglas, auch Epruvette genannt, wird Paraffin bis über den Siedepunkt erhitzt. Da Glas kein guter Wärmeleiter ist, erwärmt es sich nur an der Oberfläche und es treten starke elastische Spannungen zwischen der Oberfläche des Glases und dem Glasinneren auf. Wenn man es dann trotzdem, wie im folgenden Experiment, schockartig abkühlt, zerspringt es sofort. Hier auch die Anmerkung, dass genau aus diesem Grund Glas bei der Herstellung sehr langsam abgekühlt wird, um zu vermeiden, dass im ausgekühlten Zustand keinerlei elastische Spannungen mehr vorherrschen. Da aber im gezeigten Experiment das Glas nun, wie bereits erwähnt, sehr schnell abgekühlt wird, zerspringt es und das flüssige Paraffin reagiert mit dem kalten Wasser, welches sofort verdampft und nach vorne aus der Epruvette hinausgetrieben wird. Die besonders reaktionsfreudigen freien Radikale, also Atome bzw. Moleküle mit mindestens einem ungepaarten Elektron, diese reagieren exergon, das heißt thermodynamisch günstig, und entzünden das Kohlenwasserstoffgemisch, ohne dass ein Anzünden mit einer Flamme notwendig ist. Wir haben jetzt eine Epruvette. Und diese Epruvette ist wiederum mit Paraffin gefüllt und wir heizen die Epruvette ganz stark auf und dann werde ich hinten kaltes Wasser dran geben. Durch das kalte Wasser wird die Epruvette springen, das Wasser kommt zum heißen Fett, das heiße Fett wird das Wasser sofort verdampfen und nach vorn austreiben und nachdem da Radikale sind, wird es vorn einen mächtigen Feuerball geben, ohne dass wir es anzünden. Licht aus. Ja, Licht aus, passt, passt, passt. Licht aus! In der verlangsamten Darstellung kann man gut erkennen, wie der Wasserdampf mit dem heißen Paraffin aus dem Reagenzglas schießt und dann durch die exergone Reaktion entzündet wird. Achtung! Sehr gefährlich, Handschuhe und Gesichtsschutz sind notwendig und bitte diesen Versuch nicht selbst nachmachen.